Dann auch wieder herzlich willkommen. Ja, jetzt mal eine Aufnahme und den Möppel, weil er jetzt leider nicht da ist. Ich habe ihn gut bei meiner Mutter untergebracht, weil morgen nach der Arbeit will ich direkt weiterfahren nach dem Kino. Und da er ja an der Arbeit mit dabei ist, wollte ich ein bisschen Zeit sparen, weil ein Zeitblock ein bisschen eng wird. Deswegen habe ich ihn gleich da gelassen. Ja, es ist immer noch der zweite Advent und ich dachte im Allgemeinen, ich versuche einfach mal ein bisschen Schnee reinzuschneiden in die Greenscreen-Aufnahme. Weihnachtlich soll es wirken. Naja, kleiner Versuch, wie auch immer. Jo, jetzt war ich mal 2 Stunden unterwegs. Kaffee bei der Familie. Tut mir leid, Kollege, aber war ganz okay, aber jetzt dachte ich, es ist noch so früh und muss man halt nochmal eine Aufnahme machen. Jetzt muss ich auf jeden Fall hier meine Quests weiterverfolgen. Wir waren hier als Rausschmeißer tätig im Puff. Hey. Alles klar, los geht's. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Ach, vorhin war ich schon auf Klopper. Das ist schon geil, aber hier. Ich habe keine Zeit für Streitereien. Bringen wir es rasch hinter uns, wie 2 echte Männer. Hinter uns bringen? Was denn, verdammt? Willst du mich in den Alkoven abschleppen? Nein, Erbsenhirn. Ich fordere dich zum Duell. Wenn ich gewinne, nimmst du deine Kurve und verschwindest von hier. Ah, warum sagst du das nicht gleich? Ich geb dir doch gerne was auf die Kiemen. Ach, ein fieser Helm. Sieht fast aus wie bei Werner, der Helm. Ihr stinkt nach Feigling. Diesen Hühnerfüßen oder was da dran ist. Angriff! Tja. Na, der hat mal gesessen hier. Komm schon! Puffprügel! Geht doch. Na schön, es reicht. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. Die Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt. Nicht? So sieht's aus. Und du bist der schwache Arm. Bevor ich die Leute hier wieder reinlasse, gibt's hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann. Ich meine, immerhin so als Prämie, Provision, Aha. Ja, immerhin ein Apfel. Da gibt's noch mehr. Eine zerbrochene Hake. Warum haben die sowas alles? Ja. Ich sammle die Dinger, die sind irgendwann vielleicht mal wertvoll. So viele wie es gibt. Und wenn die keiner mehr hat, wenn ich die alle habe, dann steigen die garantiert im Wert oder so. Garantiert. Ach so, mehr als 100 Wasserflaschen gab es ja nicht. Ja. Oder wurde im Inventar ein 2. Stapel angelegt? Kann ich ja natürlich auch mal gucken, aber. Hier noch irgendwie irgendwas. Nee, alles gut. So, dann gehen wir die Quest mal ab. Mein Gott, wie viele Ein- und Ausgänge hat das Ding denn noch so? Vielen Dank. Kein Thema. Wir haben es alleine nicht geschafft. Ich gebe den Leuten gerne vors Fressbrett. Ich hoffe, dies reicht dir.
Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Oh, danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Naja. So, bei welcher Quest waren wir vorhin? Jetzt müssen wir natürlich wieder umswitchen. Nein. Hier. Ja, Moment. Jetzt war ich dann doch bei dem anderen, bei Rolf. Nee. Dann war ich doch da. Ja, genau, das mit dem Briefkasten. Ich dachte, habe ich beim letzten Mal dann so beschissen gewählt, dass ich dann doch da gelandet bin? Oder? Egal, jetzt machen wir das wieder weiter und danach gehen wir den Hurensohn suchen. Wie auch immer. Ja, ja, ja. Bla. Einen schönen Tag. Feuer. Unser aller Vater, erhöre mein Beten. Erhöre meine Bitte. Lass meinen Mann wieder gesund. Das muss der Briefkasten sein. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Ja, ich opfer auch immer gerne ein paar von den Pennern der ewigen Flamme und so. Ja, 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 mach das mal. Ich bin gelaufen. Ich habe meine eigenen Sachen. Genieß den Respekt der Straße. Ja, ja, das mag ich. Ich genieße es, auf der Straße zu laufen. Ja, 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 schön für dich. Ganz schön langer Weg. Kein Brot, keine schwere Anwesenheit. Oh. Ich meine, nebenbei kurz auf den Monitor vom Rechner. Lauf gleich irgendwo gegen, weil klar. So. Eieiei. Ja, finde dich da um Mitternacht ein, erstmal da hinkommen. Verstecken und nein, warten. Nein, jetzt erstmal entdecken und danach verstecken und warten. Das beste Versteck. Ein Klassiker. Komm, die lassen mich hier schon rein, dann. So. Ja, demnächst muss ich mal gucken, ob wir wieder ein paar Nebenaufgaben machen. Jetzt wollte ich ja die Hauptquest jetzt erstmal die zwei Dinger abhaken. Und dann nochmal so ein paar Nebenquests machen. Ja, das Ding aus dem Sumpf, den muss ich ja so mittlerweile mal ein bisschen ordentlich das Fressbrett verhauen. Das war ja eigentlich schon für ein früheres Level gedacht, aber ich hab's ja nie geschafft. So, hier. Woher wusstest du? Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stell-Dich-Ein. Mit Triss. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Aber weißt du, dass es nicht er ist?
Den kennen wir doch. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Dann fehlt, glaube ich, auch der Kopf. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Nein. Verpisst euch. Oh. Obwohl, das würde ich ja schon... Na komm. Du wirst reden. Ist nur eine Frage der Zeit. Also erspare dir und uns deine Hartnäckigkeit. Oder was? Oder ich muss dir wehtun. Die ganze Zeit. Ich sehe, du kennst die Spielregeln eines Verhörs. Ich aber auch. Du bist der Böse, drohst und folterst und die Rote ist die Gute, sympathisch und mit schönen Versprechungen. Und in diesem Punkt irrst du dich. Scheiße, brennt ihm gerade der Sack? Genug? Wer? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Nein. Du denkst jetzt, viel schlimmer kann es nicht werden? Oh, kann es doch. Genug! Genug! Also, redest du? Ja, ja! Was wollt ihr denn, verdammt noch eins? Auf jeden Fall! Wettersport. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Du erwartest eine Entschuldigung? Nein. Ich darf aber doch trotzdem überrascht sein, oder? Ja. Rittersporn ist auf der Tempel jetzt. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Reine Neugierde. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Radovid. Ich arbeite für Radovid. Wo hat Menge Sigi Räubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, ja, hast du das. Noch ein Wort und du wirst wieder verschmerzt heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Radovid. Ja, ja. Was hat er davon, Menge zu helfen? Ihr hättet für ihn vor seiner Ankunft das Feld. Ergibt Sinn. Es ist einfacher, eine Stadt einzunehmen, in der keine Magier mehr sind. Das Schwein. Dafür wird er bezahlen. Okay. Genug. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Freut mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen nun? Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat zu viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Töte ihn. Er hätte genauso gut mit Menge Scheiterhaufen auf dem Platz errichten können. Er verdient den Tod. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Ehrenalter. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus. Nach Hause gehen, ein Bad nehmen. Und dann trinken, um zu vergessen.
Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Was liegt denn da? Sieht lebendig aus. Willst du damit sagen, der ist gar nicht tot? So, jetzt reicht's. So, okay, wo müssen wir hin? Sprich mit Priscilla, dann auf zur Priscilla. So. Falscher Weg. Der Wind heult. Der Geralt, das war kaum zu hören. Du machst manchmal Bemerkungen. Du sprichst wirklich das Offensichtliche aus. Ich bin begeistert. Pass auf, Penner. Norwegian ist nicht dein Recht. Ja. Ich darf schon leider nicht alles verhauen, was ich will, sonst kommen die komischen Wachen und sowas mal wieder auf mich zu, Penner. Aus welchem Dorf kommst du? Ich bin alles so leid. Was sagt die? Ja, den Weg kriegen wir wohl noch zu Ende und dann. Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigene. Welche? Was? Wo? Schlechte Idee. Oh Gott, er ist kopflos. Nee, wer weiß, was jetzt noch alles kommt. Lecker Schinkenbrötchen. Na, halt mal, kann man da nicht irgendwie... Verwirrte Schlüssel benötigt und was ist dann mit den verschlossenen Sachen? Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Echt? Auf was? Auf Hexerfleisch oder warum? Ich komme gerade zur Tür rein oder wie? Geht ja gar nicht. Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ich hatte nur einen einzigen. Ja, der war aber zu groß für dich, glaube ich, mein Freund. Ja, genau, wer denn sonst? So, aber bevor wir hier mit der Priscilla mal einen netten Plausch halten, dann ja, mach ich erstmal einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es war mir eine Freude. Bis dahin, ciao.